Boah, aber das war doch bei jeder Gruppenarbeit so. Es gab einfach diese faulen Leute in der Gruppe und dann gab es irgendwie eine oder zwei Personen, die übermotiviert waren und alles übernommen haben. Aber am Ende haben alle fast die gleichen Noten bekommen. Fand ich, Gruppenarbeiten waren super unfair immer, irgendwie. Hey Leute, ich bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein Video von Ein Holzkopf, einer meiner Lieblingskanäle, for real. Und das heißt mein erstes Semester als Student. Ich habe Ein Holzkopf natürlich schon abonniert, das Glöckchen aktiviert und ich gebe diesem Video noch einen Daumen nach oben. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn auch ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet und den Kanal abonnieren würdet, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Video. Let's go! Man sagt, das Studium soll die schönste Zeit des Lebens sein. Denn man soll angeblich Freundschaften fürs Leben finden, neue Interessen entdecken und etwas für die Zukunft erreicht haben. Das stimmt tatsächlich. Sorry, dass ich jetzt schon unterbreche, aber das mit den Freundschaften stimmt wirklich, weil ihr ja so quasi in dieselbe Richtung gehen wollt. Ihr wollt ungefähr in den gleichen Berufsdings gehen und es sind wirklich dann vielleicht Freunde fürs Leben, weil man interagiert halt mehr miteinander. Aber ich habe mein Studium noch während dem Lockdown angefangen. Und naja, es war da besonders. Vielleicht denkt sich einer von euch, hä, ist doch voll dumm, noch während der Pandemie mit dem Studium anzufangen. Und ja, damit wärt ihr nicht die Einzigen gewesen. Denn die meisten meiner Schulfreunde haben genauso gedacht und haben nach der Schule erstmal stattdessen was gearbeitet oder sind verreist. Ich hingegen hatte aber nach der Schule keinen wirklichen Plan, was ich sonst machen würde. Und studieren ist ja noch ähnlich wie Schule, nur dass ich nur Kurse habe, die mich interessieren. Also habe ich mich dazu entschieden, direkt nach der 12. Klasse mein Studium anzufangen. Obwohl der Zeitpunkt dafür noch zu wild war. Aber I mean, dann bin ich früher fertig, kriege Kindergeld und ich habe mich gefreut, dass ich dann endlich das so schön klingende Studentenleben leben kann. Aber wie es wirklich war, war ganz anders als gedacht. Es hat schon angefangen in der Einführungswoche. Ich habe Informatik studiert und ich dachte, ich lerne dann so alle anderen aus meinem Informatik-Jahrgang kennen. Und vielleicht finde ich darunter neue Freunde und so. Als ich dann aber am ersten Tag angekommen bin, so, fangen wir an mit dem Campus-Rundgang. Wir waren zu dritt. Zu dritt! Oh shit, das Ding ist halt, by the way, so, ich kenne das natürlich von Freunden und so und alle haben sich richtig krass auf Studentenleben gefreut, aber dann ist einfach Krise. Ist einfach Krise. Es gibt super viele Kurse, da checkst du irgendeinen Stoff nicht, den ihr gerade durchgeht. Viele fallen einfach durch. Super viele Leute werden weggeschickt und brechen das Studium ab oder wechseln dann irgendwie. Und zum Beispiel auch bei Physikstudenten, ne? Da kommen irgendwie über 90% einfach nicht durch. Alle fallen durch. Das ist das Studium. Aber ja, okay. Ein anderer hatte Bock, denn jeder war zu der Zeit noch im Lockdown-Modus oder die Informatiker wollten einfach keinen Grass touchen. Aber das war auch erlaubt, weil die Veranstaltung war nicht Pflicht. Ihr müsst nämlich wissen, im Studium, also zumindest bei mir, ist gefühlt nichts Pflicht. Man ist immer für sich selbst verantwortlich. Niemand zwingt einen zum Campusrundgang zu gehen, aber have fun irgendwann die Mensa zu finden. Und niemand zwingt einen später zur Vorlesung zu gehen, also so heißen die Unterrichtsstunden. Auch da, ob man hingeht, ist vollkommen freiwillig. Aber good luck, dann die Prüfungen am Ende zu bestehen. Die wurden bei mir später auch ganz lustig. Aber selbst dort auch. Welche Prüfungen man wann machen will, ist absolut freiwillig. Ich bin aber mit voller Motivation ins Studium reingegangen und wollte möglichst nichts verpassen. Aber das war nicht, was ich mir vorgestellt habe. Von den anderen neuen Studenten, die da waren, war einer sogar fast 30, hatte schon seinen Masterabschluss. Ja, bist du doch. Das war sein zweites Studium. Bro, und ich bin erst 17. Wo bin ich hier? Ich habe mich da mies out of place gefühlt. Und bei den anderen Terminen war es ähnlich. Und von den paar neuen Leuten, die ich in der Woche dort kennengelernt habe, habe ich keinen einzigen danach je wieder gesehen. Aber die Einführungswoche ist ja nicht der einzige Ort, um mit Studenten kennenzulernen. Denn man sitzt ja normalerweise auch mit anderen Studenten in den Vorlesungen. Also wie bei Unterrichtsstunden in der Schule. Wie ihr euch aber vielleicht denken konntet, war das Ding aber, jede meiner Vorlesungen im ersten Halbjahr war online. Ausnahmslos. Ich habe das allgemein, ich war ja auch zu Corona-Zeiten mit meinem Abi und so dran. Das war nicht so geil. Auch unsere Vorprüfungen, es gab ja solche Probeprüfungen, die wir geschrieben haben und so. Das war auch während der Corona-Zeit. Und für diese Vorbereitung wurden uns auch irgendwelche Sachen online gestellt und nicht alle Lehrer haben es irgendwie hinbekommen und es gab irgendwelche Probleme, Stress und so weiter. Ich fand das echt nicht angenehm. Also wirklich, muss ich ehrlich zugeben, nee. Ich war da wirklich der Meinung,
Bücher und präsent sein im Unterricht ist irgendwie besser als Online-Unterricht, obwohl ich dachte, online ist alles jetzt moderner und muss man machen, aber fand ich am Ende doch nicht. Aber egal, wir schauen weiter. Im ersten Halbjahr keinen einzigen Schritt in einen Vorlesungsraum setzen müssen. Nein, ich habe jede Woche entweder ewig lange Zoom-Calls gehabt oder auf ganz faul haben manche Lehrer, also Dozenten, ihre Stunden nur als Videodateien in einen Ordner gelegt. Ich musste mir also zum Beispiel jede Woche zu Hause vor meinem Bildschirm 6 Stunden Videomaterial von meinem Mathekurs reinziehen. Lernstoff, der wirklich gar nicht interaktiv und spannend ist, mit schlechter Audioqualität, langsamen Reden und ein paar Folien. Aber über Themen, die inhaltlich trotzdem schwerer sind als alles, was ich in der Schule je hatte. Alleine mir jede Woche alles reinzuziehen, war also schon eine Überwindung. Das hieß aber auch, die Chancen, noch irgendwelche neuen Personen in echt kennenzulernen, wenn eh alles online war, gingen noch mehr gegen Null. Ja, klar. Ist das Studium, die schönste Zeit des Lebens, wovon alle reden? Dafür gab es aber in manchen Fächern Aufgaben, die wir wöchentlich in Gruppen abgeben müssen, um für die Prüfung in dem Fach zugelassen zu werden. Also doch noch Hoffnung auf menschlichen Kontakt. Aber wir haben alles dort auch immer nur online über Discord gemacht. Und bei 2 von 3 Fällen waren meine zufällig gewählten Mitglieder verdammt faul. Bei meinem Programmierkurs zum Beispiel mussten wir jede Woche so Hausaufgaben lösen. Und ich... Boah, aber das war doch bei jeder Gruppenarbeit so. Es gab einfach diese faulen Leute in der Gruppe und dann gab es irgendwie 1 oder 2 Personen, die übermotiviert waren und alles übernommen haben. Aber am Ende haben alle fast die gleichen Noten bekommen. Fand ich, Gruppenarbeiten waren super unfair immer irgendwie. Aber ja, okay. Ich musste sie jede Woche den Tag vor Abgabe fragen, ob wir uns noch auf Discord treffen wollen, um die Aufgabe zusammen zu machen. Aber anstatt, dass wir sie zusammen mit gemeinsamer Gehirnkraft machen, kamen sie meistens in den Anruf und meinten nur, ja, ich bin nicht zur Zoom-Stunde gegangen. Ich hole das aber nächste Woche nach. Oh! Das heißt, ich saß da jede Woche mit Bildschirmübertragung im Call rum und habe im Prinzip alleine unsere ganzen Aufgaben gelöst und musste sogar währenddessen denen erklären, was ich da überhaupt mache und warum. Als wäre ich deren Lehrer, aber in unserer Gruppenarbeit. Und mich hat die Gruppenarbeit schon echt genervt. Aber ich kann ihnen auch nicht zu übel nehmen, dass sie keinen Bock haben, langweilige Zoom-Calls alleine zu Hause anzuschauen, die ja auch freiwillig sind. Die Motivation. Aber gut für ihn, wenn er das erklärt hat, denn dann verankert sich dieses Wissen in seinem Kopf und er kann es einfach besser. Also eigentlich gar nicht so schlecht für ihn gewesen. Zion, die ich anfangs hatte, hat nach den ersten paar Monaten durch all dem auch stark nachgelassen. I mean, auch für mich. Mir dauernd am PC diese langweiligen Vorlesungen anzutun, um thematisch irgendwie mitkommen zu können und das alles quasi alleine oder nur für Leute, denen es nicht weniger interessieren könnte, das war es nicht. Und es ist so schade, weil ich die Themen ja interessant fand, aber das Umfeld, alles zu lernen, so trocken war. Meine ersten Prüfungen kamen aber trotzdem immer näher und näher. Das einzig Wichtige, was übrig ist. Online-Lernen muss aber auch nicht immer so trocken sein. Denn es kann auch Spaß machen. Wie zum Beispiel mit der Duolingo-App. Man kann dort nämlich spielerisch... Sind Sprachrezept so smart. Anders als Kurvendiskussionen aus dem Studium... Sind Sprachen... Laber-Sessions anzuhören, können sogar nur 15 Minuten täglich reichen, Sprachen wählen. Es gibt auch eine schon Lektionen gemacht, aufgeschoben, schaffen müssen, halt auch machen, damit ihr erst... Bro, chill, ja, okay, ich mach jetzt los. Also ladet ihr euch los. Ich finde die Zusammenarbeit, alles immer noch online war, war das Studium im Online-Studium, war Sponsor des Videos. Ich finde die Zusammenarbeit so cool. Das Lernen im Online-Studium war aber einfach nicht der Vibe. Und weil alles immer noch online war, war das Studium auch sehr unlucky getimed. Und weil sowieso nichts Pflicht war, habe ich dann ab einem Punkt mit dem ersten Halbjahr einfach gesagt, yo, kein Bock mehr, ich mache bei den meisten Kursen erst weiter, wenn es wieder Präsenzunterricht gibt. Bei der einen Gruppenarbeit habe ich einfach aufgehört, die anderen zu fragen, ob wir zusammen auf Discord die Aufgaben lösen wollen. Und von denen selber kam seitdem auch nie was. Aber ich wollte auch nicht alles wegwerfen. Ich wollte noch wenigstens ein paar Prüfungen bestehen, weil ich sonst komplett meine Zeit verschwendet hätte. Und so liefen sie. Denn es gab einen Kurs, den ich gut fand. Ich hatte für die Hausaufgaben motivierte Gruppenmitglieder und der Inhalt war mehr oder weniger interessant. Und zwar Mathe. Ja, richtig. Ich fand Mathe im Studium eigentlich ganz okay. Und der Vorteil bei Mathe war auch, dass die Vorlesungen nur Videodateien waren. Denn ich konnte sie mir einfach in dreifacher Geschwindigkeit anschauen und manchmal zurückspulen. Es wurde echt langsam geredet. Am Ende des Semesters habe ich also statt 5 Kursen nur noch einen Kurs aktiv belegt. Und zwar Mathe. Man darf ja die anderen aufschieben. Und dann
kamen die Prüfungen. Was mich aber überrascht hat, die Prüfung hatten wir online geschrieben. Zu Hause am eigenen Computer. What? Und es waren Multiple-Choice-Fragen. Ah? Das war krass. Also ja, theoretisch hätte man viele Möglichkeiten gehabt, sich Hilfen zu holen, die eigentlich nicht erlaubt wären. Vor allem bei einer Uni-Prüfung. Wie krasse Taschenrechner, das Internet oder fremde Hilfe. Also, ich wollte das nur erwähnt haben. Rein theoretisch halt. Bestimmt würde das aber keiner machen. Nun ja, ich hatte auf jeden Fall in Mathe eine 2 geschafft. Und in einem ganz anderen Fach, wo ich eigentlich keine einzige Vorlesung gesehen habe, habe ich die Online-Prüfung irgendwie auch bestanden. Irgendwie? Also irgendwie ist das auch passiert, aber gar keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Und das erste Semester war damit eigentlich fast vorbei. Und auch wenn das echt komisch und langweilig war, wegen den besonderen Umständen, ich finde Studium eigentlich echt cool. Und alleine, dass man in Deutschland sich vergleichsweise so günstig weiterbilden kann, ist krass. Ich habe zwar nach der Pandemie, auch wegen YouTube, mein Studium etwas mehr zurückgeschalten, aber wäre mein erstes Halbjahr nicht so unlucky getimt, hätte ich bestimmt eine nice Zeit gehabt, neben dem Lernen. Und ihr hättet bestimmt eine nice Zeit bei diesem Video. Ich glaube, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.